Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Herzlich willkommen hier auf der IAA Transportation 2022. Genauer gesagt begrüße ich Sie vom Stand von Mercedes-Benz Trucks. Wie Sie sich vorstellen können, dreht sich hier heute und die ganze Woche noch alles um das Thema E-Mobilität. Und deswegen passt das Motto natürlich zu 100% Leading Sustainable Transportation, Bringing Our Vision to the Road. Welche Fahrzeuge haben wir hier für Sie vorbereitet? Wir haben natürlich sehr, sehr innovative und sehr effiziente Fahrzeuge für den Stadt- und für den Fernverkehr natürlich vorbereitet. Wir haben inspirierende Speaker für Sie, Business Talks und natürlich die exklusive Beratung vor Ort. Und mein absolutes Highlight ist es natürlich, Sie dürfen auch fahren. Wir haben eine echte Probefahrt für Sie hier am Stand. Sie können den e-Aktros vom Stand aus wegfahren raus. Das wird gut. Das Thema E-Mobility stellt natürlich vor allen Dingen uns Trucker vor ganz neue Herausforderungen. Deswegen hat Mercedes-Benz Trucks hier auf der Messe IAA 2022 den Integrated E-Mobility Solution Hub aufgebaut. Und hier bekommen Sie ganz, ganz viele Informationen. Zum Beispiel ganzheitliche, maßgeschneiderte Lösungen für alle Phasen der Elektrifizierung Ihrer Flotte. Und von Kunden individuellem E-Consulting über digitale Services bis hin zu Finanzierungslösungen wird Ihnen hier komplett geholfen. Damit haben Sie alle Tools, um Ihr Business weiter nach vorne zu treiben. So, ich habe mich jetzt mal in den e-Aktros 300 reingestellt. Es ist ein Kühlkoffer montiert hinten drauf und der ist ein bisschen umgebaut, weil hier geht es um eine Sound Experience zwischen dem konventionellen Antrieb und dem elektrischen Antrieb. Und wir können jetzt tatsächlich einmal erleben, das hier kennen wir alle, konstante Vorbeifahrt außen von einem ganz normalen Verbrennertruck. Den hören wir uns einmal an. Das Geräusch hat jeder schon mal gehört. Und jetzt haben wir tatsächlich als Vergleich, und das finde ich sensationell, dass man das hier erleben kann, die konstante Vorbeifahrt mit einem E-Truck. Fängt schon sehr viel leiser an, wenn ich was dazu sagen darf. Also der normale Truck hat sich auch nicht so schlecht angehört, ne? Aber das ist natürlich wesentlich leiser. Und wenn wir uns das Ganze nochmal innen anhören, dann werden wir auch hören, dass es natürlich innen viel, viel komfortabler ist und viel, viel leiser unterwegs ist. Und auf Langstrecke, egal wo du langfährst, ist es halt einfach angenehmer, wenn es noch ein bisschen leiser wird, als es eh schon ist. Okay, ganz entspannt. Wollen wir zum Vergleich einmal noch den konventionellen Antrieb. Da hört man es tiefbassig. Gangwechsel hört man, gibt es im E-Auto nicht. Aber das Schöne finde ich an diesem Ding hier, dass man es wirklich live erleben kann, ohne dass man ein Auto fahren lassen muss und so weiter und so fort. Schöne Ecke hier. So, jetzt bin ich in meiner Kindheit angekommen. Welches fünfjährige Jüngelchen hat sich nicht gewünscht, einmal hinten am Müllwagen mitzufahren oder sogar tatsächlich Müllmann zu werden? Ich war auf jeden Fall einer von denen. Und deswegen feiere ich den e-Iconic, aber nicht nur deswegen. Vor allen Dingen, weil er natürlich prädestiniert dafür ist, als E-Auto gebaut zu werden, wegen der Rekuperation. Weil bei jedem Stopp, und das ist das Ding, was das Teil halt jedes Mal macht, wird wieder Kraft zurückgeneriert in die Batterie. Absolut perfekt geeignet für den Stadtverkehr. Panoramascheibe, riesengroß. Und die sorgt dafür, dass die Kommunikation im Straßenverkehr einfach viel, viel besser ist, weil du wirklich jedem in die Augen gucken kannst. Du sitzt tief, tiefe Sitzposition. Einfach absolut perfekt für den Stadtverkehr. So, ein Wort noch zur Reichweite. Bis zu 150 Kilometer kann das Fahrzeug fahren, was absolut perfekt geeignet ist für den Müllsammelverkehr. Denn tagsüber sammelst du. Du kannst rekuperieren. Wie gesagt, bei jedem Stopp, bei jedem Anhalten rekuperierst du wieder. Und abends kannst du die Hütte wieder vollladen. Spaß auch noch ein bisschen Stromkosten. So, ich habe mich mal ein bisschen in ein Auto verkrochen, nämlich in den neuen E-Canter, Next Generation E-Canter. Wir reden hier über einen Leicht-LKW, 4,25 bis 8,55 Tonnen hat das Ding. Kommt jetzt mittlerweile in 42 Varianten. Ich würde sagen, da sollte für jeden was dabei sein. Das Schöne ist, wir haben ein modulares Batteriekonzept. Das bedeutet, jeder kann sich seine Batterie, so wie er sie für seinen Alltag braucht, zusammenstellen bzw. einfach hier einbauen lassen. Bis zu 200 Kilometer sind möglich im innerstädtischen Verteilerverkehr. Und das Schöne ist, man kann sich entscheiden, ob man AC oder DC laden möchte, kann sich also rein theoretisch den teuren DC-Lader sparen. Also das Auto ist definitiv auf ökonomischen Betrieb abgestimmt.
Jetzt stehen wir an einem der Highlights, für mich auf jeden Fall, der eActros 300 und eActros 400. Er ist ausgestattet mit einem extrem effizienten elektrischen Antriebsstrang. Drei Batteriepakete à 112 Kilowattstunden sind da hinten verbaut. Und das sorgt für eine elektrische Reichweite beim 300er für bis zu 300 Kilometer und beim 400er eben bis zu 400 Kilometern. Das Schöne ist, diese Fahrzeuge, wenn Sie die kaufen, sie sind Teil der integrierten Gesamtlösung. Was bedeutet das? Sie bekommen die gesamten Services zu dem Truck on top dazu. Und das ist halt eben das Rundum-Sorglos-Paket. Du kriegst das nicht und kannst dann gucken, wie du damit klarkommst, sondern dir wird geholfen bei Mercedes-Benz Trucks. Die neue Modellvariante vom eActros 300 ist tatsächlich die Sattelzugmaschine. Hier sehen wir die Kupplung. Ist gedacht natürlich für den Einsatz im schweren Verteilerverkehr. Wir haben hier drei riesige Battery Packs montiert, jedes mit 112 Kilowattstunden verpackt. Und das sorgt für eine Reichweite von bis zu 220 Kilometern. Und das Schöne ist, alle gängigen europäischen Standardauflieger können hier hinten mitgezogen werden. Das Schöne an so einer Messe ist, man kann sich wirklich alles angucken. Man sieht hier unten die Battery Packs und so weiter und so fort rein. Ich würde am liebsten sofort einsteigen, wegfahren. Ne? Aber das ist ja logischerweise nicht erlaubt bei Mercedes-Benz Trucks eben schon. Man kann hier tatsächlich natürlich nur, wenn man im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, draußen aus der Halle rausfahren und wirklich einen Truck Probe fahren. Sensationell. So, und jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Highlights, die eActros Driving Experience. Es ist tatsächlich so, dass die Messebesucher, die sich hier vorne gerade angemeldet haben, wirklich mit dem eActros rausfahren dürfen. Also der Trainer fährt raus und dann wird auf dem Parkplatz gewechselt. Absolutes Highlight, dann kannst du wirklich das Thema E-Mobilität am eigenen Leib erfahren. Und das Schöne ist wirklich dieses Leise, wir hören das ja hier, ne? Deswegen kannst du auch nur in der Halle fahren, weil die Dinger halt keine Emissionen verursachen lokal. Und er zirkelt hier sehr, sehr schön raus. Und dann darfst du als Messebesucher tatsächlich selber den eActros erleben. Finde ich den absoluten Wahnsinn. Jetzt stehe ich vor einem extrem spannenden Konzept-Prototyp, dem eActros Longhaul. Es geht jetzt ans Eingemachte, nämlich es geht um die Langstrecke. Und das ist natürlich genau das, worum alle Gedanken streifen. Wie weit fährt denn jetzt so ein LKW auf der Langstrecke? Geht das überhaupt oder brauche ich den Diesel? Und um das Auto zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt, denn es ist ein absolutes Highlight. Tilman, du bist der Projektleiter. Erstmal schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Erklär mir das Auto, du hast 30 Sekunden. Okay, eActros Longhaul, unser Truck für die Langstrecke. Geplante Reichweite bis zu 500 Kilometer. Okay. Nachladefähigkeit, Megawatt Charging, heißt 1000 Kilowatt Nachladefähigkeit. Da 1000 kann ich, Kilowatt? Ja. Wie, vergleich das bitte mal mit einem ganz normalen Auto. Also mit einem EQS zum Beispiel. Wie schnell ist der dann vollgeballert? In 10 Minuten oder was? Wir können nachladen in deutlich unter 30 Minuten von 20% auf 80%. Okay. Ja, also das ist ja wie der ganz normale Bereich beim PKW auch. Ja. Das schafft ihr mit diesen riesengroßen Batterien. Können wir hier hinten, dann können wir auch mal gucken. Lass uns das hinten mal anschauen, ja. Also, Battery Packs natürlich im Unterboden. Wo sehen wir sie? Hier sehen wir sie direkt. Also hier haben wir drei Packs, die haben wir quer Das sind solche Oschis. Ja. Dreimal. Bam, bam, bam. Insgesamt wie viel Kilowattstunden? Insgesamt 600 Kilowattstunden. LFP-Technologie, also Lithium-Eisenphosphat. Okay. Zellen, die sind sehr robust, deutlich robuster. Im Prinzip genau das, was ein Diesel kann, können die auch. Ihr nehmt den auch genauso ran und der muss genau dieselben Sachen erfüllen wie ein Diesel-LKW. Der wird genauso getestet wie ein Diesel und muss genau alles genauso können. Okay. Ja, ja gut, ich meine, so muss man das machen, wenn man Mercedes-Benz Trucks heißt. Ne? So ist es. Was ist dein absolutes Highlight hier an dem Fahrzeug? Mein Highlight ist die Beschleunigung. Also wenn du wirklich losfährst und das Ding dich in den Rücken kickt, das Erlebnis, das will man immer wieder haben. Ja. Okay. Du bist ihn also schon gefahren? Ja. Schön. Schön für dich. Würde ich auch gerne machen. Wir müssen damit bis 2024 warten. Da kommt das Gerät in Serienreife sozusagen auf die Straße. Richtig, ja. Dann reserviere ich mir jetzt schon mal einen Schlüssel für 2024. Dann machen wir es. Danke. Dankeschön. Ciao. Ciao. Unser nächster Kandidat ist der eActros L und zwar in Antikrot Metallic, eine super schöne Farbe, in der man dieses Fahrzeug leider, muss man sagen, relativ selten sieht.
Was wir hier an Verbesserungen am Start haben, ist sehr, sehr offensichtlich, sobald man in das Fahrzeug einsteigt. Wir haben nämlich ein wirkliches Premium-Interieur. Für mich natürlich besonders wichtig ist das Thema Fahrdynamik. Da wurde an allen Ecken und Enden Getriebe, Motor und so weiter und so fort gefeilt, sodass das ein besseres Gesamtergebnis gibt. War eh schon gut und ist jetzt noch viel besser. Das sorgt für entspanntes Fahren, Arbeiten und komfortables Wohnen natürlich im Innenraum. Hier verbaut der OM471 in der dritten Generation, was bedeutet, dass ihr bis zu 4% Kraft Stoffersparnis erzielen können. So, und jetzt gibt es noch ein Programm, wenn man jetzt immer noch nicht überzeugt ist, was ich nicht verstehen würde, dann gibt es ein sensationelles Programm von Mercedes-Benz Trucks und zwar heißt das Actros Duell. Und das Wort Duell ist in dem Moment tatsächlich wörtlich zu nehmen. Ihr könnt nämlich rein theoretisch dieses Fahrzeug hier nehmen, es 14 Tage bei euch im Business testen und quasi als Duell gegen euer aktuelles Fahrzeug fahren. Finde ich absolut sensationell. Und einen Punkt habe ich noch ganz zum Schluss, den feiere ich extrem. Das hier, ein Auslass und eine schöne Auspuffblende, so mag ich das. Auch beim Truck super wichtig. So, und jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen andächtig werden. Das hier ist der Traum eines jeden Truckers, die Edition 3. Jawohl, ich habe das Ding schon in Gänze durchschauen dürfen. Es gibt extrem viele Details an dem Auto, was wirklich das Auto super sexy aussehen lässt. Es gibt tatsächlich Leute in meinem Bekanntenkreis, die überhaupt gar nichts mit Autos zu tun haben und schon gar nicht mit Trucks. Und selbst die haben gesagt, sag mal Matthias, wie geil sieht denn bitte dieser Truck aus? Und genau so ist es auch. Deswegen schauen wir uns den jetzt mal an. Schöner Rallye-Streifen in der Mitte, oben fette LED-Beamer. Und jetzt gehen wir mal einmal kurz rein, weil da ist natürlich das, wo sich der Trucker besonders wohlfühlen soll. Und das geht nicht besser als in der Edition 3. Und jetzt wird's gemütlich, es wird komfortabel, es wird exklusiv. Mandelbeiges Leder, Napa-Leder, überall wo du hingreifst, wo du hinfasst, wo du drauf sitzt. Hier ist wirklich Komfort angesagt. Das wäre natürlich genau mein Fahrzeug. Das Ding ist nur, es kann leider nicht jeder dieses Fahrzeug bekommen, denn das hier, die Edition 3, ist auf 400 Stück limitiert. Also wer so ein Ding haben will, der muss, glaube ich, verdammt schnell sein. Kurzes Nickerchen. Nein, wir gucken weiter. Auch ein interessantes Fahrzeug für mich ist der Actros F Plus. Plus bedeutet, dass wir ein großes Paket an Optionen dazu bekommen, unter anderem die Mirror Cam. Dann haben wir jetzt im Innenraum hinterm Lenkrad das große Display statt dem kleinen Display und es gibt noch viele weitere Optionen, die damit dazukommen. Des Weiteren, wenn man sich für den OM471 in der neuesten Generation entscheidet, dann bedeutet das, dass man bis zu 4% Kraftstoffeinsparung mit sich bringt. Also dieses Auto ist definitiv was für Leute, die sehr ökonomisch denken. So, das war mein kleiner Messerundgang. Ich hoffe, es hat gefallen. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass wenn du das Thema E-Mobilität gut findest, dann findest du es nicht nur im Pkw gut, sondern auch im Truck-Bereich. Und das hat mich extrem fasziniert. Vor allen Dingen, wenn du Actros gefahren bist, dann kommst du an dem Thema nicht mehr vorbei. So, und jetzt ist ein bisschen Freizeitaktivität angesagt. Wir spielen ein bisschen Dart. Jetzt wird's peinlich. Ah! Da! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aus, Feierabend! Mercedes-Benz. Trucks you can trust.